Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships. Ich bin mal wieder in einem eher geringeren, tendenziell eher geringeren Tierbereich unterwegs, nämlich hier mit der Kuma. Das hat den Hintergrund, dass ich zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Replays damit beschäftigt war, diese Project Air Missionen durchzuspielen. Und da gab es ja unter anderem auch was, wo man Tier 4 Schiffe versenken muss. Das ist zufälligerweise die Heimat der Kuma, die ich noch in meinem Hafen stehen habe. Also bin ich mal in die Kuma eingestiegen. Ich bin mir übrigens nicht so wirklich sicher, ob ich das noch überhaupt schaffen kann. Ich glaube, ich hätte da konsequenter diese wöchentlichen Dinger spielen sollen, weil ich habe mittlerweile fast alles, was ich im Moment erreichen kann, erreicht, aber ich habe gerade so 170 Punkte oder sowas. Und ich glaube, man braucht wie viel? 250, 260, um das Ding zu bekommen. Ja, wird also ein bisschen eng, zumal das dann auch nicht mehr so lange gehen dürfte. Bis das hier veröffentlicht wird. Werde ich es natürlich längst wissen, das wird noch ein bisschen dauern. Egal, auf jeden Fall ist im Zuge dieser Aktion das Replay hier entstanden. Wir sind hier also im T4er-Bereich unterwegs, ein paar Dreier sind auch dabei, das ist soweit also okay. Zwei Flugzeugträger auf jeder Seite, nur Hushos, auch eine schöne Sache. Und ja, ihr seht, hier gibt es eine kleine Änderung. Beim Slain-Mod habe ich mir was Neues ausgesucht. Hier sehen wir jetzt die Lebensanzeige je Schiff, das hier im Spiel drin ist, finde ich persönlich eigentlich eine ganz nette Information. Hat den kleinen Nachteil, dass die Schiffs-Icons hier doch deutlich kleiner werden und dass man im Grunde kaum noch die Zahlen lesen kann von der Reichweite hier. Man kriegt es noch raus: 7 Kilometer Torpedoreichweite und 12,4 für die Artillerie. Können wir hier vielleicht auch nochmal gegenchecken, wenn er Bock hat, das anzuzeigen? Ne. Gerade irgendwie nicht. Schade. Dürfte aber ungefähr hinkommen. Das ist also unsere Kuma. Wir haben auch einen Jäger dabei und die hydrophonische Suche. Der Plan ist natürlich, sich eigentlich ein bisschen bedeckt zu halten, die große Reichweite auszuspielen. Die ist wirklich absolut enorm. Damit sind wir auch weiter in der Lage zu schießen als die meisten Schlachtschiffe in dem Bereich. Ja, eigentlich alle. Die dürfen alle eine kürzere Reichweite haben. Und dann halt immer schön mit HE drauflatzen, eventuell das ein oder andere Feuerchen auslösen. Sollte jemand zu nah dran kommen, haben wir pro Seite diese beiden Torpedoröhrchen hier. Das ist also eine, ja, recht kampfstarkes Schiff, was mir persönlich auch durchaus immer wieder Spaß gemacht hat zu spielen. Es ist halt jetzt lange her, dass ich da mal mit unterwegs war, aber ach, nun ist es mal wieder soweit. Ja, und da hier gerade die Torpedobomber unterwegs sind, habe ich halt mal den Jäger losgeschickt. Ich glaube, mir war auch nicht so ganz bewusst, dass es tatsächlich nur einer ist, den ich habe. Die Flagge ist ja auch nicht so königlich. Naja, wir probieren es mal. Wenn wir was abschießen, schießen wir was ab. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann geht die Welt auch nicht von unter. Vielleicht geht dann irgendwie da hinten ein Schlachtschiff unter. Oder ein Kollege Kreuzer. Aber hey, Teamplay und so. Ne? Nicht so wichtig. So, da ist schon irgendwas explodiert. Eine Kolberg. Klang wie ein Munitionsbunker. Und hier probieren wir mal die Artillerie ein bisschen auszunutzen. Mal kurz gucken, da kommen irgendwie Torpedos. Ja, sind die vom von dem Bombern. Er hat das hier ganz schön gemacht, hat also gewartet, bis wir um die Landzunge rumkommen. Allerdings nicht wirklich getroffen. 7 Kilometer, wie gesagt, Torpedoreichweite. Können wir hier also sehr gut einsetzen. Wir verändern ein bisschen den Kurs, um da eventuellen weiteren Treffern auszuweichen. Ein bisschen ein Problem bei der Kuma ist, dass ja, man nicht wirklich viel aushält natürlich. Nicht die allertollste Panzerung hat. Aber für mich eigentlich das größte Problem ist diese relativ hohe ballistische Flugbahn der Artillerie. Das heißt, bis die Granaten da sind, das dauert einfach seine Zeit. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Aber dafür schießen wir halt auch einfach sehr schnell. Ihr seht, wie schnell das hier geht. 5 Sekunden, dann ist jedes Geschütz nachgeladen. Und ja, wir haben hier eine Breitseite bestehend aus 6 Geschützen. Also das ist schon sehr, sehr manierlich. Haben wir jetzt hier schon fast 10.000 Schaden. Und ja, der Vorteil daran ist theoretisch gesehen, man kann auch mal über Gelände drüber schießen. Hier hat es jetzt halt nicht geklappt. Aber manchmal funktioniert es dann halt auch doch.
Ja, haben also die South Carolina schon ganz gut zugerichtet. Ich habe ein bisschen Mitleid mit jedem, der auf diesen Stufen mit dem Schlachtschiff unterwegs ist. Das ist wirklich ein Kampf und ein Krampf und nichts Schönes, was man sich irgendwie als Erinnerung behalten möchte. Jetzt kommt da gerade so ein schöner Zerstörer, eine Wakatake, angefahren. Die ist netterweise auch schon auf. Auf die werden wir uns jetzt mal konzentrieren. Torpedo ist mal eher so auf Verdacht. Hier haben wir gerade mal schön viel zu kurz vorgehalten. Die Salve sitzt dagegen. Ja, und ihr seht, das zieht auch schon ganz gut HP. Er jetzt hier allerdings nochmal abgedreht, stehen geblieben. 75 HP noch. Und ja, schon mal kräftig dabei daneben zu schießen. Eventuell reicht es jetzt mit der Salve. Aber nein, da war jemand schneller. Vielleicht nicht ganz unverdient, denn ja, wenn man so nicht trifft, wie wir das hier gemacht haben, dann hat man den Kill auch nicht verdient. Auch den kriegen wir nicht. Da war ebenfalls jemand schneller. Wobei ich gesagt hätte, den hätte ich durchaus haben können dürfen. Da haben wir echt viel Schaden gemacht. Das wäre schon nicht ganz ungerecht gewesen, hätten wir den bekommen. Aber ja, gut, war halt nicht so. So, jetzt haben wir da drüben diese wunderschöne Phoenix. Das ist tatsächlich, wenn ihr oben rechts guckt, im Moment das Schiff im gegnerischen Team, was noch am wenigsten Gesundheit hat. Zumindest von denen, die nicht schon tot sind. Ja, ist theoretisch gesehen unser Pendant von der Stufe her, aber ich finde sie eigentlich in so ziemlich jedem Belang irgendwie schlechter. Wird die Kuma jederzeit vorziehen. Und das werden wir jetzt hier auch mal demonstrieren, warum das so ist. Schießen müsste man natürlich noch können, das wäre gut. Aber ansonsten, ja, läuft das eigentlich, denke ich, schon ganz gut hier. Feuerchen hat er direkt gelöscht, also der nächste Reparaturtrupp, bis der losgeschickt werden kann, wird ein bisschen dauern. Ja, aber es mit dem Übergeländeschießen klappt nicht so toll. Hinten haben wir wieder eine Wakatake und das Problem ist natürlich auch die Wyoming da vorne, weil wenn wir jetzt hier rumfahren, dann kriegen wir auf die Fresse. Deshalb drehe ich eher ab und probiere mein Glück mal mit den Torpedos. Theoretisch gesehen 6,3, ihr seht das, wäre er in Reichweite. Mit so mal mit der Artillerie, aber wir sind schon gut am Abdrehen hier. Also selbst wenn er trifft, das dürfte nicht allzu sehr wehtun. Ja, wäre da nicht das ungepanzerte Heck, wo er hier genau zugeschlagen hat. Doch, eine Salve, ein Treffer. Und so stehen wir jetzt da. Knapp 8000 HP noch. Ist nicht wirklich viel. Ja, und was lernen wir daraus? Rechtzeitig abdrehen. So, dass der Gegner gar nicht erst die Möglichkeit hat, hier zu schießen. Wir hätten uns natürlich hinter der Insel verstecken können. Nicht gemacht. Ja, und dafür auch die Schelle bekommen. Da hätte man durchaus auch drauf gehen können bei so einem Fehler. Wäre nicht mal unberechtigt gewesen. Ja, und jetzt können wir natürlich hier an der Frontlinie eigentlich gar nichts mehr machen. Das wäre jetzt zu riskant. Wir müssen uns ein bisschen hinter den Kollegen halten. Da fährt netterweise die St. Louis vor. Da hinten ist noch einer. Dann haben wir noch eine Wyoming. Da können wir uns zumindest ein bisschen verstecken. Ein bisschen den Kopf tief halten. Und weiterhin von hinten heraus auf den Gegner schießen. Den Zerstörer jetzt da zu treffen, ist natürlich nicht ganz einfach. Sind verflucht schmale Biester. Ziemlich schnell, ziemlich wendig. Und ja, hier fällt uns jetzt halt die hohe Flugbahn auf die Füße. Weil ihr seht, bis die Granaten da sind, da ist der Gott weiß wo. Also das funktioniert eigentlich gar nicht. Der muss den näher rankommen. So wie wir das eben hatten, dann funktioniert das auch. Dankbareres Ziel wäre halt die Wyoming. Dafür müssten wir uns allerdings hier etwas vortrauen. Und hoffen, dass die Wyoming sich mit den St. Louis davon beschäftigt. Wenn wir mal kurz rumschauen, wo die Türme sich hindrehen. Sieht aus, als würde es tatsächlich auf die St. Louis draufgehen. Also probieren wir einfach mal unser Glück. Ja, da schießt du auch die Salve ab. Jetzt ist es klar, wir sind hier nicht das Ziel. In dem Moment kann also losgehen. Ja, jetzt hat aber mal ein bisschen Flak. Unsere seht eh keinen. Viel interessanter ist natürlich jetzt hier einfach der Schaden, den wir verursachen. Ist nicht wirklich hoch pro Granate, ihr seht das. Interessant ist dann halt immer noch die Möglichkeit, da einen Brand auszulösen. Der zieht auch mal ganz gut was weg, auch im Laufe der Zeit. Ja, und ansonsten sind halt einfach die vielen Treffer, die es ausmachen. Ich fahre jetzt hier auch ganz bewusst mit dem Bug zu ihm hin, einfach um die Trefferfläche ein bisschen zu minimieren, weil wir ja auch sehr, sehr schmal sind. Der Bugteil ist noch mit am besten gepanzert und ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst vor den Torpedobombern. Deshalb drehe ich jetzt auch nach rechts, weil ich ehrlich gesagt kurz angenommen habe, dass der auf mich werfen würde, der da, wenn er auf der Minimap guckt, rechts ist. Aber der ist auf dem Weg zu Wyoming, wie es ausschaut. Da können wir unsere Flak nur ein bisschen zum Einsatz bringen. Jetzt wäre der Jäger wahrscheinlich nützlicher gewesen, aber gut, er ist halt weg.
Immerhin, ein Flugzeug haben wir ja zwischenzeitlich schon mal abgeschossen. Zumindest ein kleines Erfolgserlebnis. Und ansonsten, ja, kaum mal weiter auf unserem Freund da rum. Ich mache mir jetzt natürlich wieder Hoffnung auf den Kill. Zweimal hat es nicht geklappt. Alle guten Dinge sollen ja angeblich drei sein. Also probieren wir es einfach nochmal hier. Viel Leben ist da nämlich nicht mehr übrig. Und wie ihr seht, ja, war wieder jemand schneller. Immerhin, 26.000 Schaden haben wir schon verursacht. Plus minus Feuer natürlich. Feuer ist hier bekanntermaßen nicht mit drin. In dieser Statistik. Wir probieren jetzt nochmal da hinten auf die St. Louis zu schießen, weil die Wakatake ja leider schon wieder zu ist. Ärgerlich. Aber nicht zu ändern. Und ja, ihr seht auch, so viel ist vom gegnerischen Team gar nicht mehr übrig. Wir haben da hinten die beiden Flugzeugträger noch, wo wir annehmen können, dass die irgendwo so im Bereich A, B, C, D, 1, 2, 3 sind. Und die Wakatake und die St. Louis. Das heißt, wir sehen eigentlich im Moment fast alles hier oben, außer die Wyoming, die ist unten. Die wird es auch nicht mehr lange machen, wenn man sich überlegt, was da unten alles rumfährt. Also, noch ein paar Gelegenheiten, was umzubringen. Natürlich immer ein bisschen berücksichtigen, dass da irgendwo der Zerstörer unterwegs ist. Und ansonsten auf die St. Louis draufhauen. Ah, unten ist die Wyoming auch weg. Wir sehen jetzt da doch immer schön, wie viel Gesundheit haben die noch. Also das finde ich wirklich recht charmant. Aber eventuell ändere ich das nochmal, nehme die Ereignisse da raus und lasse dann die Symbole rein, die auch auf der Minimap sind, also Schlachtschiff und so weiter. Ich finde die halt ganz stylisch und hübsch auch, deshalb habe ich diese Icons gerne da, aber naja gut. Müssen wir mal schauen. So, und jetzt endlich, da ist es uns gelungen. Ein wunderschöner Abschuss, den wir da erreicht haben. Jetzt geht es natürlich erstmal darum, den Torpedos auszuweichen. Zwecks dessen gehen wir mit der Geschwindigkeit ungefähr auf 0, drehen uns rein. Und dann passt das auch. Die Wakatake kriegt man leider nicht. Aber da hinten, das sieht doch aus wie eine Hosho. Und mit der werden wir uns jetzt mal auseinandersetzen. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ihr seht das am Bug auch schon. Das Ding hat Geschütze, kann auch mal schießen. Wir haben nicht mehr so extrem viel HP. Das kann also durchaus auch mal gefährlich werden. Positiv ist auf jeden Fall, dass die Jäger von unseren Kollegen da unterwegs sind. Sollte also hier tatsächlich irgendwie noch was starten können bei ihm. Wenn noch nicht alles weg ist, dann werden die sich darum kümmern. Das ist immer ganz angenehm. Hier haben wir jetzt unseren Unterstützer bekommen. Ja, immerhin etwas. Ja. Sehen wir nochmal hier, mindestens 6 gegnerische Schiffe beschädigen und dabei 20 HP ziehen. 20% der Ausgangs-HP. Ihr seht das schon, wir haben hier also bei relativ vielen Gegnern ganz gut zugeschlagen. Aber mit den Versenkungen hat es leider noch nicht geklappt. Eventuell klappt das jetzt bei der Hosho da hinten. Ihr seht, so extrem viel hat die nicht mehr. Und ja, wir sehen auch, die andere Hosho ist ganz unten links. Die werden wir also nicht bekommen. Jetzt kommt es drauf an, die nächsten Schütze sind die entscheidenden. Können wir doch mal einen Kill machen oder wird uns wieder weggeklaut? Nein! Ein Treffer für den Onkel hier. Ja, und damit haben wir, denke ich, auch das erreicht, was hier erreicht werden kann. Wir sind jetzt gerade schon am Cappen bei A. 113 Treffer haben wir hier am Start. Ein Flugzeug abgeschossen, 8-mal was angezündet, 2 Ausfälle. Letztlich leider nur 2 Schiffe versenkt und eben den besagten Unterstützer. Die Hosho wird jetzt wahrscheinlich jeden Moment da unten baden gehen, beziehungsweise wir erobern dann halt einfach A. Und dann ist das Spiel jeden Moment beendet mit 48.000 Schaden, den wir hier gemacht haben. Ich werfe schon mal mit euch einen Blick auf die Statistik. Kriegen wir also hier in erster Instanz 145.000 Cash und 1578 XP, ja, 79 freie, den Rest hatte ich ja eben schon gesagt. Dann haben wir hier die Teamauswertung, da haben wir es dann tatsächlich auf den Platz 1 geschafft. Immerhin eine kleine Kompensation, wenn man so möchte, 1052 Basis-XP. Wenn wir uns den verursachten Schaden nochmal anschauen, dann sehen wir natürlich die 48.000. Dazu kommen dann nochmal 11.000 durch Feuer. Da seht ihr auch wieder, das wird oben im Counter nicht mit eingerechnet. Kann sich also so weit, denke ich, sehen lassen. Nur der ein oder andere Abschuss mehr wäre noch schön gewesen. Hier der erhaltene Schaden. Da haben wir natürlich vor allem die kräftige Schelle von dem Kollegen Schlachtschiff mit drin. Und abschließend noch die Schlussstatistik. Da seht ihr für Reparatur von quasi dem gesamten Schiff, denn viel war ja nicht mehr übrig,
müssen wir 3859 hinlegen, 3220 für die Munition, sodass wir am Ende hier 137.431 Cash mit nach Hause nehmen können. War also soweit okay. Ja, und das war es auch schon von meiner Seite. War aus meiner Sicht eine schöne Runde. Hat Spaß gemacht, mal wieder mit dem alten Pferd hier zu reiten. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.